die wie ich den Frieden lieben und deshalb hierher gekommen sind, um eines tragischen und traurigen Tages in der Geschichte der Menschheit zu gedenken. Am 6. August 1945 warfen die Vereinigten Staaten von Amerika die erste Atombombe der Welt über der japanischen Stadt Hiroshima ab, drei Tage später eine zweite über der Stadt Nagasaki. Der damalige US-Präsident Harry S. Truman erreichte sein politisches Ziel, nämlich die japanische Kapitulation. Wir stehen heute hier und wissen von dem Preis dieser Kapitulation und wir hoffen mit aller Kraft, dass wir mit vereinten Kräften dazu beitragen können, dass Hiroshima sich niemals wiederholt. Dass wir mit unserem Mut und unserer Leidenschaft dafür sorgen können, dass Frieden überall Leitbild politischen Handelns wird. Ich bin 60 Jahre alt und 60 davon durfte ich in Frieden leben. Und ich wünsche mir, dass auch den kommenden Generationen so viel Glück zuteil wird. Frieden braucht Toleranz, gegenseitiges Verstehen und die Bereitschaft, aufeinander zuzugehen. Und deshalb bin ich auch sehr froh, dass Fürstenfeldbruck, der 1982, wie wir vorhin gehört haben, vom Oberbürgermeister von Hiroshima gegründeten Vereinigung der Mayors for Peace angehören. Denn Fürstenfeldbruck hat als Stadt des Attentats von 1972 eine ganz besondere Rolle und Verantwortung. Wir setzen uns nachhaltig für die Sicherung von Frieden und Freiheit in der Welt ein, aber wir wissen auch, dass nur ein beharrliches Eintreten möglichst vieler Menschen für Frieden letztendlich dazu beitragen kann, unsere Welt sicherer und friedlicher zu machen. Die Erinnerung an Hiroshima ist lebendig. Es gibt Menschen, die ihre Erinnerungen daran teilen und andere, die daraus lernen, und das ist gut so. Und lasst uns deshalb gemeinsam mit Blumen in der Hand für den Frieden eintreten. Es ist wichtig, dass wir hier heute an den Atombombenabruf ab Tage später in Nagasaki nicht vergessen wird. Ja? Es handelt sich um eine Massenvernichtung von Menschen, Tieren und Pflanzen einer ganzen Stadt. Unterschiedlos wurden ganze Familien ausgelöscht, Familien mit Kindern, Mütter, Väter, Eltern, Großeltern, ob arm oder reich, alle mussten sterben. Sie mussten sterben, weil skrupellose Politiker und Generäle es für richtig hielten, ihre militärische Macht zu demonstrieren. Atombomben sind eigentlich keine Waffen, sondern menschenverachtende Massenvernichtungsmittel und gehören unbedingt geächtet und abgeschafft. Wir stehen hier, weil wir eine Wiederholung des Einsatzes von Atombomben verhindern wollen. Wir wollen den Menschen, die sich hierüber keine Gedanken machen, ein Zeichen geben. Wir dürfen nicht aufhören, daran zu erinnern, dass wir hier alle gefährdet sind, indem wir immer und immer und immer wieder darauf aufmerksam machen. Und dass gerade jetzt davon wieder gesprochen wird, dass Atombombenabwürfe notwendig waren, um den Krieg vorzeitig zu beenden und so viele tausend Menschenleben zu retten, das ist in meinen Augen eine Ausgeburt zynischer und perverser Politiker und Journalistenhirne. Auch jetzt sind mehrere hundert Atomraketen in ständiger Alarmbereitschaft
20 davon immer noch in der BRD. Und die können jederzeit in unsere Städte einschlagen. Wir wissen, dass uns eine Verdrängung dieser Tatsache, jederzeit vernichtet werden zu können, nicht weiterhelfen wird. Nur die Bevölkerung, die Bürgerinnen und Bürger, also eine Bewegung von unten, kann den Politikern das klar machen, dass wir diesen Zustand der ständigen Bedrohung nicht hinnehmen. Diese große Bedrohung kann die moderne Zivilisation vernichten und wird womöglich zum Untergang der Menschheit führen. Eine solche Gefahr kann, darf einfach nicht mehr von uns hingenommen werden. Und das müssen wir eigentlich, wenn wir bald unser Kreuz machen, sehr genau überlegen. Wir haben ja vorhin gehört, was der Herr Gabriel zum Thema Abschaffung der Atomwaffen gesagt hat. Die mögliche atomare Vernichtung ist kein Hirngespinst, sondern leider Gottes bittere Realität. Wir wollen Sicherheit für das Leben. Wir wollen es nicht alleine dem Gutdünken von den Politikern oder einem dummen Zufall überlassen, ob wir in Frieden weiterleben können oder nicht. Jeder muss sich für unser aller Überleben einsetzen. Keiner kann sagen, er, sie hätte es nicht gewusst, wie zerbrechlich der Frieden ist. Wir machen uns alle schuldig an einem möglichen Untergang, wenn wir nicht dazu beitragen, die Macht, die Kriege anzettelt, zu zerschlagen. Es ist schwierig genug, 3 Schritte vor, 5 zurück, wenn wir gerade die USA und die Türkei und Syrien und anschauen. Atombomben und Kriege gehören abgeschafft, damit sie die Menschheit nicht weiter bedrohen können. Wir müssen alle darauf hinarbeiten, jede und jeder an seinem Platz, egal wo, ob jung oder alt, dass die für den Frieden verantwortlichen Politiker als Verbrecher an der Menschheit gemaßregelt werden. Solange jedoch sich diese Einsicht nicht vollkommen durchsetzt, so lange werden wir weiterhin in Unsicherheit leben. Wir haben immer noch einen langen, mühevollen Weg vor uns. Es genügt nicht, den Frieden nur zu wollen. Wir müssen für den Frieden auch kämpfen. Arbeiten wir eisern weiter an dem Ziel für den Frieden in der Welt. Wir müssen das Übel an der Wurzel anpacken. Für eine Welt ohne Krieg, für eine Welt ohne Atombomben. Wir müssen gemeinsam für den Frieden und für die Zukunft unserer Kinder und Enkel und Kindeskinder einstehen. Es lohnt sich. Albert Einstein sagte einmal, im Atomzeitalter muss die Menschheit den Krieg abschaffen. Es ist eine Frage von Leben und Tod. Er sagte auch, bloßes Lob des Friedens ist einfach, aber wirkungslos. Was wir brauchen, ist aktive Teilnahme am Kampf gegen den Krieg und alles, was zum Krieg führt. Und so lade ich Sie nun ein, dass wir eine Minute gedenken an die Opfer und die Hinterbliebenen und die, die bis heute noch geschädigt sind von den Strahlen, die damals ausgegangen sind, dass wir an all die denken und dass wir auch an die denken, die nach uns kommen, in der Hoffnung, dass sie das nicht mehr erleben.